Und zur Börse jetzt zu Samir Ibrahim in Frankfurt am Main. Wir hören, die Inflation ist etwas zurückgegangen im Vergleich zum Vormonat. Ist dies das Ende der Inflationsspirale? Naja, schön wär's. Also sie ist zurückgegangen, aber sie hätte deutlich stärker zurückgehen müssen, wenn wir hier normale Zeiten hätten. Haben wir aber nicht. Die Energiepreise nach wie vor extrem hoch. Und diese Sondereffekte, die wir Anfang letzten Jahres gesehen haben, also der Wegfall der Mehrwertsteuer gegenüber den Vorjahresmonaten und die zusätzlichen Energiekosten, all das haben wir jetzt ja nicht. Insofern hätte es also deutlich stärker sinken müssen. Tut es nicht, und das lässt Volkswirte eben glauben, dass das in den nächsten Monaten hier auf sehr hohem Niveau weitergespielt wird. Spannend auch deshalb, weil in dieser Woche die Europäische Zentralbank tagt, die aber gegen hohe Gaspreise so auch nichts unternehmen kann. Am Aktienmarkt ist die Stimmung dann am Nachmittag auch deutlicher gestiegen. Ein knappes Prozent im Plus der DAX, jetzt bei 15.465 Punkten. Nach den Negativergebnissen vom vorigen Freitag wird heute nachgekauft. Samir Ibrahim, Dankeschön.